Die Gartensaison läuft wieder, der Rasenmäher muss raus und was stelle ich fest? Er schneidet nicht so sauber, wie er sollte. Ich habe so einen Rasentraktor, auf dem ich hier gerade sitze und noch einen normalen kleinen Rasenmäher für die Kanten. Und ich zeige euch einfach mal, wie man die Messer selber schleifen kann. Ist relativ schnell gemacht, ein paar Sicherheitsvorkehrungen und dann schneiden die Beine wieder gut. Hallo und willkommen beim Werkstatt-Dino. Jetzt schauen wir uns an, wie wir hier bei diesem Rasenmäher das Messer auch schärfen. Dafür lieber eine Pappe runterlegen, weil wenn ich ihn stark auf die Seite lege, könnte Öl auslaufen. Und das darf nicht passieren, dass das ins Erdreich kommt oder einem das Pflaster versaut. Also eine Pappe drunter legen. Dann ganz wichtig, auch hier wieder aus Sicherheitsgründen die Zündkerze abziehen, den Zündkerzenstecker. Nicht, dass wenn wir am Blatt drehen, plötzlich der Motor anspringt. Normalerweise springen die Dinger immer schlecht an, aber dann, wenn sie es nicht sollen, plötzlich pop, springt er an und die Finger sind eine Nummer kürzer. Also deswegen Kerzenstecker abmachen, dann kann nichts passieren. Ich nutze jetzt einfach den großen Warnheber. Man kann natürlich da auch einfach ein Holz drunter legen, aber ich habe das jetzt hier nun mal gerade so stehen. Also, so. Gucken, ob was ausläuft. Lappen parat legen. Auf der Pappe ist er ja schon. Sieht gut aus. Hier sehen wir jetzt schön das Messer mit der Verschraubung. Wir merken uns, wie es angeschraubt ist. Das ist aber relativ offensichtlich. Diese Leitbleche gehen nach oben. Die sind dafür da, dass ein bisschen mehr Luftzug erzeugt. Hier ist unsere Schraube, die wir lösen müssen. Da gehen wir jetzt raus. Wir gucken, was das für eine Schraubengröße ist. Das ist ein 17er. Wow, beim ersten Mal gleich den richtigen Schlüssel erwischt. Das will auch was heißen. Mit einer Hand halten wir das Blatt fest, mit der anderen Hand drehen wir los. Auch hier wieder aufpassen, dass man nicht davor haut. Das tut weh und ist immer ärgerlich. Auch normales Rechtsgewindeck, also ganz normal aufzuschrauben. So, Schraube ist los. Legen das also hin. Hier sehen wir jetzt das Messer. Hier die Kanten stumpf, da geht nichts. Die müssen wir jetzt schärfen und wie das geht, gucken wir uns jetzt auch hierbei an. Nachdem wir die Teile abgebaut haben, gucken wir uns das angucken. Absolut stumpf auf beiden Seiten. Ein paar Macken drin. Das kommt, wenn man mal einen Stein erwischt oder irgendwie sowas, aber das ist eigentlich ganz gut. Aber hauptsächlich, es ist stumpf. Kann man natürlich keinen Rasen mitschneiden. Das erste, was wir machen können, ist mal den groben Dreck runter machen mit einer Drahtbürste. Damit haben wir schon den groben Dreck weg. Jetzt schleifen wir hier die Kanten an. Hier sieht man grob ja den Winkel und den gleichen Winkel setzen wir jetzt mit unserer Fächerscheibe an. Schutzausrüstung. Für diese Arbeiten nehmen wir am besten eine Flex mit einer Fächerscheibe. Keine Schrubbscheibe oder sowas nehmen, das nimmt euch zu viel weg, macht es nicht scharf. Solch eine Fächerscheibe auf eine Flex, das ist das beste Werkzeug. Jetzt haben wir schön scharf angeschliffen. Kante sieht wieder sauber aus. Auch bei diesem Messer prüfen wir, ob es noch in der Waage ist, ob es ausgewogen ist. Hier nehme ich meinen Schraubstock, einfach einen langen Nagel reingeschraubt und setzt jetzt das Messer dort auf und guckt, ob es gerade steht. Leicht mal antippen. Also steht ziemlich gut in der Waage. Das bedeutet,
dass es ausgewogen ist, das ist wichtig, damit er keine Unwucht hat, das würde die Lager beschädigen. Also einfach auf diese Art und Weise auswiegen. Wenn er jetzt auf einer Seite, wenn er jetzt hier runtergehen würde, dann wäre er hier zu schwer. Dann würde ich einfach hier von der Hinterseite mit der Scheibe etwas abschleifen, bis er wieder in der Waage ist. Aber so ist alles gut, bauen wir es wieder ein. Nachdem wir jetzt das Messer geschärft haben, wird es wieder angebaut. Bevor wir das machen, können wir hier noch den Ansatz auch kurz mit der Drahtbürste ein bisschen sauber machen. Das mache ich nur sauber, damit die Auflagefläche hier vom Messer gut ist. Nachdem das Messer jetzt geschärft ist und ausgewogen ist, bauen wir es wieder an. Wieder darauf achten, dass man es richtig rum einbaut. Ganz wichtig, hier diese Leitdinger, die zeigen nach oben. Man sieht hier auch noch den Abdruck von der Motorhalterung. Also, so rum wird es eingebaut, Schraube dran und dann geht's los. Am Ende wieder darauf achten, dass das Messerblatt im Motor einrastet. Merkt man richtig, rastet ein. Und dann die Schraube anziehen. Damit wird das Messerblatt zentriert. So, gut festziehen. Und jetzt richtig aufpassen. Ich greife mit der Hand über die Schneidfläche. So, dass ich auch wirklich nicht, wenn ich abrutschen sollte, mir die Finger da aufschneide. Ich habe es jetzt ja gut scharf gemacht. Ich lege mich jetzt hier drunter. So, gut festgezogen. Zündkerze ist abgezogen aus Sicherheitsgründen. Deswegen kann ich ihn jetzt auch rumdrehen. Wenn nicht, könnt ihr trotzdem nicht anspringen, weil diese Rasenmäher alle eine Sicherung haben, aber geht einfach auf Nummer sicher. So, alles gut. Und jetzt können wir ihn wieder runterlassen. Jetzt können wir auch wieder die Zündkerze aufstecken. Gucken, ob Öl ausgelaufen ist. Wenn ja, wegwischen. Und natürlich den Ölstand dann kontrollieren. Jetzt habt ihr gesehen, wie man die Messer bei einem Rasentraktor als auch bei einem Rasenmäher schärft. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr schaut mal wieder rein. Bis dahin, ciao, euer Werkstatt-Dino.